guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur Weltengeschichte. Alle, die hier live vor Ort sind und alle, die jetzt im Internet eingeschaltet sind, auf weltengeschichte.de oder Julmedia TV. Zu unserer 14. Episode. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber heute Abend feiern wir Bergfest sozusagen. Der jetzt folgende Vortrag ist genau der zentrale. Ja, in 27 Episoden ist die 14. Episode das Zentrum. Und wer ganz genau aufgepasst hat, hat gemerkt, dass wir heute Vormittag auch in das Zentrum zeitlich der Weltgeschichtsskala vorgestoßen sind. Wir haben bisher 3000 Jahre Weltgeschichte behandelt. Und wir werden in den kommenden Vorträgen noch einmal ungefähr 3000 Jahre Weltgeschichte behandeln. Wir sind also gerade so in der Mitte. Und es gibt viele spannende Dinge noch zu entdecken. Und wie gerade angekündigt worden ist, Fragen und Antworten auch heute Abend. Allerdings nur eine einzelne Frage, mehr ist nicht gestellt worden. Aber das ist eine sehr interessante Frage. Wäre es besser für Salomo gewesen, sich ein Herz, das nicht von Gott abfällt, zu wünschen, als Weisheit? Das ist eine interessante Frage, habe ich auch noch nicht so gestellt bekommen. Und die Frage natürlich ist, zunächst einmal, hätte er sich was Besseres wünschen können? Wenn man den Bericht liest in der Bibel, in 1. Könige, dann wird deutlich, dass Gott sehr zufrieden war mit seiner Antwort. Dass er sagt, weil du dir Weisheit gewünscht hast und nicht das und das und das und das, werde ich dir Weisheit geben und das und das und das. Also Gott hatte nicht den Eindruck, dass er sich etwas Suboptimales gewünscht hat. Dahinter steckt natürlich eigentlich die Frage, was ist Weisheit? Und auch die Frage, kann man sich ein Herz, kann man sich wünschen, dass man nicht von Gott abfällt? Mit anderen Worten, kann man den Wunsch an Gott richten, Herr, bitte tue, dass ich niemals abfallen kann. Wenn Gott das tun könnte, dann hätte er das bei allen von uns getan. Denn ein Gott, der uns liebt, der möchte nicht, dass wir von ihm abfallen. Und wenn es mit seiner Liebe vereinbar wäre, hätte er das schon längst getan. Aber weil er uns wirklich liebt und nicht einfach nur was von uns will, sondern weil er uns als echte Partner wertschätzt und uns ernst nimmt und unsere freie Entscheidung wünscht, muss er uns freie Entscheidung lassen. Und deswegen kann er keinen Menschen programmieren. Oder würden Sie zustimmen, wenn Ihr Ehepartner sagt, ich würde gern von dir programmiert werden, damit ich dich immer liebe? Mal angenommen, das wäre möglich. Würden Sie ihn programmieren? Ich glaube nicht. Das heißt, die Weisheit, die Salomo sich wünschte, war schon das Beste, was er sich wünschen konnte. Denn er schreibt selbst später über diese Weisheit in den Sprüchen, wir haben das heute Morgen kurz angedeutet, dass diese Weisheit eine Person ist. Eine Person, die laut ruft und sagt, kommt zu mir, ich will meinen Geist euch ausgießen. Eine Person, die sagt, ich war da am Anfang, ich habe die Welt geschaffen. Und eine Person, von der es heißt in Sprüche 2, Vers 10, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird. Mit anderen Worten, wenn diese Person in unserem Denken ist, wenn also Gott, der sich hinter dieser Weisheit verbirgt, in unserem Denken ist. Das heißt, als Salomo sich Weisheit wünschte, hat er sich keinen hohen IQ gewünscht. Er hat sich eigentlich gewünscht, dieses Wesen Gottes im Herzen zu tragen und Gott hat ihm das gegeben, solange er wollte. Und als er sich dann irgendwann entschied, das nicht mehr so stark zu wollen, konnte Gott ihm das nicht mehr so stark geben. Und als er sich irgendwann entschied, das kaum noch haben zu wollen, war sein Herz sehr geteilt. Und als Gott ihn dann immer wieder ansprach durch den Heiligen Geist, hat sich Salomo entschieden, doch wieder zurückzukehren zu seiner ursprünglichen ersten Liebe, nämlich Gott. Und in diesem Sinne ist es also das Beste, was wir tun können, dass wir um Weisheit beten. Der Salomo hat das selbst gesagt, dass wir nach ihr suchen sollen wie Silber und nach ihr forschen wie Schätzen. Und dann werden wir Weisheit bekommen. Nicht die intellektuelle Weisheit nur, sondern vor allem diese Weisheit, die eine Person ist, der Sohn Gottes. Sehr gute Frage. Und wenn auch Sie eine Frage haben im Internet oder jetzt auch hier vor Ort, scheuen Sie sich nicht. Es gibt keine dummen Fragen.
Und wir alle können etwas lernen. Seien Sie sich sicher, wenn Sie die Frage haben, hat die bestimmt auch jemand anders. Oder es wird jemand anders sie mal haben, der das dann auf dem Video sehen wird. Also fragen@weltengeschichte.de oder die Fragenbox hier vor Ort. Kurze Zusammenfassung, was bisher geschehen ist, und wir gehen das ganz schnell durch. Wir haben angefangen, Gott ist Liebe und er ist es immer. Das ist sein Gesetz. Er schuf die Welten als Ausdruck seiner Kreativität. Einer hinterfragte diese Liebe, hinterfragte das Gesetz Gottes und gründete eine Gegenbewegung, eine Rebellion. Sein Name Hillel, er wurde zu Satan. Gott schuf die Erde und er schuf den Menschen als Beweisstück in diesem großen Kampf, um zu zeigen, wie er wirklich ist. Doch der Mensch wurde verführt durch Satan, auf seine Seite gezogen und Gott entschied sich, einen Rettungsplan in Aktion zu bringen, indem er sich selbst irgendwann als Opfer darbringen würde. Wir haben gesehen, wie die alte Welt, die 1500 Jahre lang der Sünde frönte, in der Sintflut unterging, wie Gott einen Menschen berief als Botschafter seines Gesetzes und seiner Botschaft, den Abraham, dessen Nachfahren dann in Israel zu einem großen und gewaltigen Volk wurden, das durch Mose im Jahre 2013 hinausgeführt worden ist an den Berg Horeb, an den Sinai, wo Gott sein Gesetz dem Volk gab, einen Bund mit ihnen schloss, obwohl sie den kaum richtig verstanden hatten. Und er sie beauftragte, ein Königreich zu werden, das der ganzen Welt die Prinzipien Gottes offenbart. Doch sie rebellierten, mussten noch mehr als 38 Jahre durch die Wüste, bis sie endlich das gelobte Land erobern konnten. Aber schon die nächste Generation fiel zurück in den Unglauben und orientierte sich an den Göttern der dort bereits wohnenden Kanaanitern, die man nicht ausgerottet hatte. Und es kam zu einem dunklen Zeitalter, wo Verbrechen begangen wurden, die zum Teil schlimmer waren als das, was die Heiden vorher dort getan hatten. Gott sandte immer wieder Richter und Menschen, die dem Volk halfen, wenn es bedrückt und verfolgt wurde. Und schließlich kam der Richter Samuel, der gleichzeitig Prophet und Priester war, der durch sein Wirken und die Gründung von Prophetenschulen dafür sorgte, dass doch auf einer dauerhaften Basis das Wissen über Gott und sein Gesetz im Volk verankert wurde. Nachdem ein erster König, der sich gewünscht worden war, Saul, sich als Fehlschlag entpuppte, erwählte Gott den Hirten David, der berühmt wurde durch seinen Sieg über den Riesen Goliath, der vor dem herrschenden König Saul lange fliehen musste, aber immer sich als, oder meistens, sich als rechtschaffener Mann erwies. Und er schließlich König wurde und die Hauptstadt Jerusalem gründete, Jerusalem. Und der ein Königreich etablierte, das endlich das Potenzial hatte, der Welt zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wenn er nicht diesen schweren Fehler mit Bathseba begangen hätte. Die Folgen davon, obwohl Gott ihm vergeben hatte, waren zu offensichtlich. Seine Söhne wiederholten diese Sünde. So Amnon, der seine Halbschwester vergewaltigte, und Abschalom, der dann eine Rebellion gegen seinen Vater startete. Schließlich wurde Salomo König und regierte ein Land vom Roten Meer bis zum Euphrat, das zu dem Zeitpunkt größte, gewaltigste, reichste und berühmteste Weltreich. Das Geld und das Gold und das Silber und die Gewürze und die Pferde, über aller Reichtum übertraf alles, was Menschen damals gesehen hatten. Leider auch die Frauen, die sich Salomo nahm, und mit ihnen zogen die Götter der Ammoniter und der Moabiter und der Kanaaniter und der Phönizier wieder nach Israel. Und Gott sandte durch einen Propheten die Botschaft, dass das Reich geteilt werden würde und dass 10 der 12 Stämme einem anderen König folgen würden und nicht mehr dem Haus Davids. Und erst spät in seinem Leben wachte Salomo aus seiner Verblendung wieder auf und erkannte, dass alles, worum es geht im Leben, letztlich das Halten der Gebote Gottes ist, denn darin offenbart sich die Liebe und das Wesen unseres Schöpfers. An der Stelle haben wir heute Morgen aufgehört. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, hab herzlichen Dank für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Und hab Dank für deine Gnade und deine Fürsorge und dass deine Liebe größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir jetzt über die Geschichte deines Volkes hören wollen und lernen wollen, was passiert ist, dann möchten wir nicht nur Menschen sehen und Ereignisse und Daten,
Wir möchten dich sehen und dein Wirken und deine Verlässlichkeit und deinen Charakter. Und so bitten wir dich in all dem, dass du uns offene Augen und Ohren schenkst und dass wir die Lektionen der Geschichte in unser Leben übertragen können und dich lieben lernen. Im Namen Jesu. Amen. Episode 14. Die zwei Reiche. Schlomo, der berühmte König Israels, war tot. Es war das Jahr 931 vor unserer Zeit. Und sein Sohn Rechabam, oder Rehabeam, wie er heute uns bekannt ist, schickte sich an, Thronnachfolger zu werden und überlegte sich, wo könnte die Krönung am besten stattfinden. Und er wählte einen schicksalsträchtigen Ort aus, nicht Jerusalem, die Hauptstadt, sondern einen Ort, der mit den Erinnerungen von Jahrhunderten förmlich aufgeladen war. Shechem, Sichem, dort, wo noch die Überreste des alten Altars von Abraham standen, der dort Jahrhunderte zuvor gelebt hatte. Dort, wo das Volk Israel bei der Einnahme Kanaans das Gesetz verlesen hatte und Segen und Fluch ausgesprochen hatten. Dort, wo während des dunklen Zeitalters ein kleiner Stadtkönig, ein böser Stadtkönig namens Abimelech regierte. Dorthin versammelte er die Stämme Israels und die hatten einiges auf dem Herzen. Die letzten Jahre, vor allem die Jahre vor der letztendlichen Bekehrung von Salomo, waren wirklich betrüblich gewesen für das Volk. Je mehr Salomo in die Sünde verfallen war, desto mehr hatte er das Volk unterdrückt. Und sie hofften, dass ein neuer König Änderungen bringen würde. Allen voran war der Jerobam, der damals von dem Propheten diese 10 Stücke des Mantels bekommen hatte. Und sie legten ihre Petitionen vor und sagten: Kannst du bitte unser Los erleichtern? Und Rehabiam hörte ihre Worte. Er war noch jung und unerfahren und so wollte er sich beraten. Er sagte zu ihnen: Kommt in 3 Tagen wieder. Und er sprach mit seinen Beratern, was er tun sollte. Und all die alten Berater, die schon seinem Vater gedient hatten, die gesehen hatten, wie das Leben von Salomo auf und ab ging, die rieten ihm einstimmig: Du sollst dem Volk Zugeständnisse machen. Aber dann sprach er zu den Beratern, die er von Jugend auf kannte, mit denen er aufgewachsen war, mit denen er gespielt hatte, die seine Freunde waren, und die sagten: Ach, so ein Quatsch. Wenn du jetzt schon ein weicher König bist, dann wird irgendjemand eine Rebellion starten. Du solltest am Anfang erstmal hart durchgreifen. Und als am 3. Tag das Volk zurückkam, sprach er zu ihnen: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Er dachte, indem er die Muskeln spielen lässt, würde das Volk ihm besonders ergeben sein. Doch genau das Gegenteil war der Fall. Die Stämme Israels, 10 von ihnen entschieden, sie wollen mit so einem König nichts zu tun haben. Außerdem war er ja ein Sohn Davids und David war doch der König von Juda, oder? Und so machten sich 10 der Stämme auf und zogen hinweg, trennten sich von dem Haus Davids. Und Rehabiam wollte das erst nicht akzeptieren. Er sandte seinen Fronmeister, um sie wieder gefügig zu machen, aber der kam nie zurück. Zu viele Steine waren auf ihn geflogen. Und Rehabiam erkannte, dass die Situation ernst war. Und tatsächlich wählten die 10 Stämme jenen Redelsführer Jerobam aus, den Gott ja schon bestimmt hatte, zum König über den Norden. Und sein Name war Programm: Das Volk wird kämpfen. Und dann in diesem Jahr, 931, gab es plötzlich 2 Völker Gottes. Das im Norden, das immer noch den Namen Israel trug, und das im Süden, Juda, das im Gegensatz zu Israel die Dynastie Davids hatte, dem verheißenen König.
Und Rehabiam wusste keinen anderen Rat, als mit militärischen Mitteln die Sache in den Griff zu bekommen. Und er rief 180.000 Soldaten aus Juda und Benjamin, dem einzigen Stamm, der Juda Treue gebracht hatte. Aber Gott sandte einen Mann Gottes, der ihn davon abhielt, Krieg zu führen gegen die Brüder. Und so entschied sich Rehabiam, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Und Jerobeam gründete seine Hauptstadt tatsächlich dort in Sichem. Während Rehabiam im Süden in Jerusalem regierte, baute sich Jerobeam dort an diesem schicksalsträchtigen Ort seine Hauptstadt. Er gründete auch feste Städte im Ostjordanland, dort in Pnuel, wo Jakob einst rang mit dem Engel. Aber Jerobeam hatte ein Problem. Noch waren alle seine Untergebenen immer treue Anhänger des Gottes Israels. Und in dieser Religionsausübung war es zwingend notwendig, mindestens dreimal im Jahr zum Tempel zu kommen, zu den besonderen Festen des Herrn, zum Beispiel zum Pessach oder zum Laubhüttenfest. Und Jahr für Jahr gingen alle seine Untertanen nach Jerusalem, das jetzt ja zum Südreich gehörte und nicht mehr in seinem Regierungsbereich war. Und er machte sich Gedanken, was das mit seinem Volk machen würde, wenn die jedes Jahr mehrmals bei den Feinden ein- und ausgingen. Und entschied sich, es müsste doch möglich sein, den Gott Israels auch im Norden anzubeten. Man konnte das Heiligtum, den Tempel, ja nicht in zwei Teile teilen. Und er überlegte, wie man Gott sonst anbeten könnte. Für einen weiteren Tempelbau fehlten ihm vielleicht die Mittel. Er kam auf eine äußerst interessante Idee. Eine Idee, die nicht so neu war. Aber es war schon erstaunlich, dass er sich wirklich in den Kopf setzte, dass Gott durch ein goldenes Kalb angebetet werden könnte. Waren da nicht genügend Leviten im Land, die ihm sagten, genau das hat unseren Untergang bewirkt vor Jahrhunderten in der Wüste am Sinai? Aber Jerobeam hatte sich irgendwie überzeugt, dass jetzt die Situation eine andere war. Und um die Sache gleich nur auf die Spitze zu treiben, baute er zwei von diesen goldenen Kälbern und stellte sie auf. Im Norden in Dan und im Süden in Bethel. An jenem Ort, wo Jakob einst die Himmelsleiter sah. Genau dort stand jetzt das goldene Kalb. Das andere goldene Kalb hatte ja nur ein paar Tage überlebt, als Mose vom Berg herabkam und es dann zu Pulver machte, um dieses Pulver als Goldstaub in den Bach zu tun. Aber dieses goldene Kalb blieb jetzt erstmal ganz unbehelligt dort stehen. Und viele Leviten, die dort im Land lebten, die waren außer sich, weil Jerobeam auch anfing, Nicht-Leviten für den Dienst Gottes zu weihen. Und viele von ihnen gingen aus dem Norden in den Süden und suchten dort politisches, religiöses Asyl. Und sie achteten darauf, den Rehabiam zu unterweisen in dem Gesetz Gottes, damit wenigstens er im Süden auf dem Kurs Davids bleiben würde. Gott sandte einen Mann nach Norden. Es fand sich im Norden niemand mehr, der dort für Recht und Ordnung sorgte. Und so sandte Gott einen Mann Gottes aus dem Süden in den Norden, der dort dem König Jerobeam die Leviten lesen sollte. Der stand gerade an einem dieser goldenen Kälber, an einem Altar und führte seinen neuen götzendienerischen Kult durch. Wobei er sich selbst überzeugt hatte, dass es immer noch die Anbetung Gottes war. Er hatte sich auch dazu verstiegen, die Feste Gottes um einen ganzen Monat zu verschieben. Das Laubhüttenfest war jetzt nicht im 7. Monat, sondern im 8. Monat. Und der Mann Gottes kam zu dem Altar und rief, während der König am Altar stand, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird im Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden. Der wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Die Festgemeinde, die gerade zur Anbetung Gottes an diesem goldenen Kalb sich versammelt hatte, war natürlich durch diese Störung äußerst irritiert. Und Rehobeam selbst nahm die Sache in die Hand und rief aus, fangt ihn und lasst ihn nie wieder reden. Aber die ausgestreckte Hand
verwandelte sich urplötzlich in Aussatz. Und jetzt bekam es mit Angst zu tun. Es war derselbe Mann Gottes, der für Jerobeam bat. Und die Hand wurde geheilt. Man lud ihn ein, im Land noch zu bleiben, aber der Mann sagte, ich muss wieder zurück. Gott hat mir aufgetragen, nirgendwo Stopp zu machen und direkt in den Süden zu gehen. Niemand konnte ihn aufhalten. So schien es. Da war ein alter Mann, ein Prophet Gottes im Norden. Und er traf diesen Mann Gottes, als er auf dem Weg in den Süden war und sagte, hallo, ich bin ein Prophet, komm zu mir nach Hause. Und er sagte, nein, ich darf nicht, Gott hat mir verboten, ich muss in den Süden zurück. Ja, ja, ich weiß, aber Gott hat mir gesagt, dass ich dich heute einladen darf. Ich bin auch ein Prophet Gottes, willst du etwas sagen, dass der Heilige Geist nicht zu mir gesprochen hat? Und der Mann Gottes, der diese gewaltige Prophezeiung gab und den Altar angepredigt hatte, er stimmte zu. Und als sie am Tisch zusammen saßen, da kam der Geist Gottes über den Propheten, der den Mann Gottes verführt hatte. Und er sprach ein Gerichtsurteil über ihn aus. Und der Mann Gottes machte sich auf den Weg. Und so wie der Prophet gesagt hatte, fand ihn ein Löwe, tötete ihn, aber fraß ihn nicht. Und der Löwe stand dort, neben dem Leichnam und dem Esel. Und Leute, die vorbeikamen, wunderten sich, warum dort eine Leiche, ein Löwe und ein Esel standen. Und der Prophet, der so schändlich den Mann Gottes hintergangen hatte, war außer sich vor Trauer über das, was er getan hatte. Und er nahm diesen Leichnam und begrub ihn in seinem eigenen Grab. Jerobeam hatte von all dem, was er erlebt hatte im Altar, keine Lektion gelernt. Der Götzenkult brach wieder auf. Nicht nur die goldenen Kälber, sondern plötzlich waren die Aschera-Figuren überall im Nordreich wieder zu sehen. Und auch Jerobeam, der eine Zeit lang durch die Leviten gehalten worden war, als er sich dann 18 Frauen genommen hatte, die Zeit verging, da begann das Volk auch im Süden auf den Höhen zu opfern. Und auch der Frieden war dahin. Alle Jahre ihrer Königsherrschaft war Krieg zwischen Norden und Süden. Was war das für ein Anblick? Vor wenigen Jahrzehnten noch war Israel der Stolz der Welt und jetzt drohte das Land im Bürgerkrieg zu versinken. Da kam der König von Kemet, der Pharao Sisak. 5 Jahre später, im Jahre 926 vor unserer Zeit. Und er griff Juda, den Süden, an und belagerte Jerusalem. Und mit ihm war ein gewaltiges Heer von Libyern und Kuschiten. Und das Südreich fürchtete um seine Existenz. Aber Gott machte deutlich, dass dies nur eine pädagogische Maßnahme war, um ihnen zu sagen, dass sie bei Gott bleiben sollten. Doch sollen sie ihm untertan sein, dem Pharao, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder zu dienen. Gleich am Anfang dieses Zeitalters wollte Gott deutlich machen, wenn ihr mir dient, dann seid ihr der Kopf der Welt. Aber wenn ihr den Götzen dient, dann werden die Königreiche der Länder euch in der Hand haben. Und so wurde der Tempel mit all den Schätzen, die David und Salomo angefüllt hatten, geraubt. Und der König Kemet zog seines Weges. In jenen Tagen bekam der Sohn von Jerobeam im Norden, Abia, eine schwere Krankheit. Und Jerobeam sandte seine Frau, die sich verkleidete, zu dem Propheten Achia, der ihm damals am Wegrand den Mantel zerrissen hatte und 10 Teile gegeben hatte, der ihn zum Propheten bestimmt hatte. Und sie versteckte sich und glaubte, dass der Prophet nicht hinter ihren Schleier sehen konnte. Doch als sie die Tür betrat, da wusste der Prophet Achia genau, wer sie war. Und er kündigte ihr an, nicht nur, dass der Sohn Abia sterben würde, sondern dass die Dynastie von Jerobeam aussterben würde, dass sie vernichtet werden würde, dass sie keinen Bestand haben würde. Und Abia, der Sohn, würde sterben, weil er gut war und er würde nicht durch Feindeshand sterben. Im Jahre 913 von unserer Zeit starb Rehabeam, der König des Südens. Und auch er hatte einen Sohn mit demselben Namen Abia,
mein Vater ist ja. Und auch der führte den zweifelhaften götzendienerischen Kult seines Vaters fort. In jenen Tagen kam es zu gewaltigen Aufeinandertreffen der Heere von Juda und Israel. Und weil Israel mehr Stämme hatte, war ihre Armee noch viel größer. Und dort auf einem großen Felsen stand König Abia und rief den Armeen Jerobeams zu: Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, auf ewige Zeiten, ihm und seinen Söhnen, ich bin ja sein Ururenkel, durch einen Salzbund? Und nun glaubt ihr, dem Reich des Herrn widerstehen zu können, das in der Hand der Söhne Davids ist, weil ihr ein großer Haufe seid und ihr bei euch die goldenen Kälber habt, die euch Jerobeam als Götter gemacht hat? Und siehe, Gott ist mit uns, an unserer Spitze, und seine Priester und die Lärmtrompeten, um gegen euch Lärm zu blasen. Ihr Kinder Israels, kämpft nicht gegen den Herrn, gegen Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Schöne Worte, aber aus dem Munde eines, der selbst nicht Gott folgte, natürlich zweifelhaft. Aber Gott half ihm und er half Juda. Und die Schlacht ging siegreich aus, obwohl Jerobeam eine Kriegslist anwenden wollte. Nur wenig Jahre später starb dieser Abia, der König des Südens. Und sein Sohn Asa wurde König. Und Asa war außergewöhnlich, denn Asa war anders als sein Vater und sein Großvater. Er hat echtes Interesse an Gott und er begann die Religion Gottes, den Glauben an den Gott des Abrahams und des Jakobs und des Isaaks wiederherzustellen. Das führte so weit, dass er sogar seine eigene Großmutter, die Maacha, aus allen Positionen entfernte, denn sie hatte den Götzendienst stark gefördert. In seinen Zeiten machte sich ein König auf aus einem fernen, fernen Land, so fern, dass wahrscheinlich kaum ein Israelit jemals dort gewesen ist. Diese Armee kam aus dem Lande Kasch oder Kusch, des Nubien südlich von Ägypten, in den Bergen. Von Zeit zu Zeit waren die Nubier, die Kuschiten, auch Herrscher in Kemet in Ägypten. Und diesmal kamen sie mit einer Armee, die nach den Berichten 1 Million Soldaten fasste. Und sie zogen auf gen Juda. Und dort dem Schlachtfeld ging Asa mit seiner Armee ihnen entgegen und sie hatten numerisch keine Chance. Aber er betete zu Gott: Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, durch unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Und Asa und die Armee des Südens behielten den Sieg über die gewaltigen Massen, die aus dem fernen Nubien gekommen waren. Und dann starb Jerobeam, der König des Nordreiches, und sein Sohn Nadab wurde König. Und er belagerte die Philister bei Gibbethon und er hatte erst einige Monate regiert, als er von einem eigenen Soldaten umgebracht wurde. Und die Dynastie des Jerobeams bereits in zweiter Generation dahin war. Der Name dieses Mörders war Baescha. Nicht umsonst hieß er gottlos. Und er wurde nur ein Jahr später zum König über den Norden und gründete eine neue Dynastie. Würde er jetzt die Fehler Jerobeams beheben? Die Antwort war ein klares und deutliches Nein. Die goldenen Kälber erfreuten sich weiter großer Beliebtheit und Förderung durch den König. Und so kam ein Prophet zu Baescha, dem neuen Dynastiegründer des Nordens, und sagte: Weil ich dich aus dem Staub erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe und du in dem Weg Jerobeams gewandelt und mein Volk Israel zur Sünde verführt hast, sodass du mich durch ihre Sünden erzürnst, siehe, so will ich die Nachkommen Baeschas und den Nachkommen seines Hauses ausfegen und mit deinem Haus verfahren wie mit dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats. Du hast deine Chance gehabt, du hast dieselben Fehler gemacht. Glaube nicht, dass dein Urteil anders sein wird. In jenen Tagen begannen die Aramäer wieder stark zu werden. Unter David und Salomo waren sie tributpflichtig gewesen. Aber jetzt durch interne Zwistigkeiten geschwächt, konnte Israel nicht mehr dort im Norden wirklich Herrschaft ausüben. Und die Fürstentümer waren alle wieder eigenständig. Und das Fürstentum um Damaskus, östlich des Libanon, wurde zu einem Hauptfeind von Israel. Ihr König war Bar-Hadad, der Erste, oder auch Ben-Hadad.
Und er begann immer wieder Israel den Norden anzugreifen, dort am See Kinneret. Und einige Jahre später, im Jahre 886, starb Baalscha und sein Sohn Ela wurde König. Und auch er zog nach Gibbeton und auch er belagerte die Philister. Und an demselben Ort, wo sein Vater Baalscha damals den herrschenden König ermordet hatte, wurde er selbst ebenfalls ermordet. Nur, dass er diesmal sogar betrunken war. Diesmal war der Mörder ebenfalls ein Soldat, der Kommandant der Streitwagen. Sein Name war Simri. Und Simri, dessen Name bedeutet meine Musik, machte sich auf von Gibbeton, dort, wo jetzt zweimal hintereinander Könige Israels durch Mord hingestochen worden waren. Und er zog nach Tirza, zur Hauptstadt des Nordens. Und dort hielt er sich genau 7 Tage als König. Denn ein anderer General, Omri, der war damit nicht einverstanden, dass Simri jetzt König werden sollte. Und er zog die Armee zusammen und belagerte die eigene Hauptstadt. Und als Simri, der nur wenige Tage dort regiert hatte, merkte, dass das Volk nicht hinter ihm stand, da versteckte er sich in der Königsburg, er und seine Familie, und er ließ die Königsburg anzünden und sich und seine Familie und seine Treuesten verbrennen. Aber noch immer war die Thronnachfolge nicht geklärt. Das Nordreich schien völlig im Chaos zu versinken, denn die Hälfte des Volkes wollte lieber Tibni, einen anderen Soldaten, einen anderen General. Und jahrelang kam es zum Bürgerkrieg nicht zwischen Nord und Süd, sondern in dem Norden hin und her. Schnell zeigte sich, dass der Götzendienst alle Stabilität zunichte gemacht hatte. Es dauerte Jahre, bis Omri sich durchsetzte und 879 vor unserer Zeit zum König des Nordens wurde. Er wollte eine neue Hauptstadt gründen, eine, die Bestand hatte. Und er schaute sich um und er fand einen Hügel und er kaufte diesen Hügel und baute auf diesem Hügel eine Stadt. Er nannte den Hügel und die Stadt Schomron, der Wächterberg, besser bekannt als Samaria. Und dies sollte nun die Hauptstadt des Nordreiches Israel werden. Währenddessen ging es dem König des Südens, Asa, der so gute Reformen durchgeführt hatte, merklich schlechter. Er hatte sich in den letzten Jahren öfter auch gegen Propheten gewandt. Ja, er, der früher die Propheten gefördert hatte, hatte sogar einen Propheten ins Gefängnis bringen lassen, weil der eine unbequeme Botschaft ihm gebracht hatte. Und nun wurde er krank an den Füßen. Und es heißt über ihn, er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und in jenen Jahren erstarkte ein altes, mysteriöses Reich, das zur Zeit von David und Salomo nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen war und plötzlich wieder zum Leben erwachte. Es waren die Assyrer. Assyrien, das langsam wieder Territorium gewann, obwohl ganz im Norden ein neuer Staat entstand, Urartu, in den Bergen, die ein Gegengewicht zu ihnen bildeten. 874 vor unserer Zeit starb Omri. Er war schlimmer als alle anderen gewesen. Er hatte das Volk ganz in den Abfall geführt, obwohl er militärisch und politisch vielleicht der bis dato fähigste König gewesen war. Und als er starb, hinterließ er ein geeintes, aber abgefallenes Nordreich seinem Sohn Achab, der Bruder des Vaters, oder Ahab. Und der machte sich auf Brautschau und er fand unter den Töchtern Israels keine geeignete Frau. Und so schaut er etwas weiter über den Tellerrand nach Phönizien. Waren nicht seit alten Zeiten die Könige Phöniziens gute Freunde der israelitischen Könige? Und dort fand er eine schöne, eine faszinierende Frau, die ihm fast ein bisschen Angst machte mit ihren Blicken. Isabel, die Baal erhöht. Je nach Übersetzung, manchmal auch die Keusche. Aber so keusch war sie gar nicht.
Sie war eine fanatische, eine tief überzeugte und sehr religiöse Anhängerin des Baalskultes. Und Baal hatte vorher sich schon wachsender Beliebtheit erfreut, aber jetzt setzte sie alles daran, den Kult des Baal zur Staatsreligion im Nordreich Israel zu machen, dem Volk Gottes. Zu jener Zeit baute Hiel die Stadt Jericho wieder auf. Und als er anfing, kamen Leute zu ihm und sagen: Weißt du nicht, was Josua vor Jahrhunderten gesagt hatte, dass wer die Stadt aufbaut, der wird es bezahlen mit seinem ersten und letztgeborenen Sohn. Aber Hiel ließ sich nicht abbringen. Und als er begann, die Stadtfundamente zu legen, da starb sein erstgeborener Sohn. Und als der letzte Stein gesetzt war auf Neu-Jericho, auch sein Letztgeborener. Derweil ging es im Süden dem Asa immer schlechter. So sehr, dass er seinen Sohn Jehoschaphat 872 vor unserer Zeit zum Mitregenten einsetzte. Und dann, ein paar Jahre später, starb er, der Asa. Und Jehoschaphat war jetzt allein Regent. Und er tat etwas, was vor ihm keiner gewagt hatte. Er wollte den andauernden Krieg zwischen Norden und Süden beenden. Er wollte einen neuen Status quo schaffen und er bot Friedensverhandlungen an. Jehoschaphat beendete den jahrzehntelangen Krieg zwischen Nord und Süd, sodass beide Staaten jetzt friedlich nebeneinander koexistieren konnten. Jehoschaphat hatte einen Sinn für das Gute, er hatte einen Sinn für den Frieden, vor allem hatte er einen Sinn für Gottes Dienst. Und er förderte die Propheten. Er war ein guter König. Aber noch opferten seine Untertanen auf den Höhen. Er konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Er eroberte auch Edom wieder zurück und setzte einen Statthalter dort hinein. Aber Gottes Augenmerk war in diesen Tagen besonders auf den Norden gerichtet. Denn dort war jetzt wirklich Schlimmes am Kommen. Und so berief Gott im Ostjordanland in Gilead einen besonderen Propheten. Sein Name war Eliyahu. Mein Gott ist ja, besser bekannt als Elia. Und er sollte dem König Ahab Gottes Botschaft bringen. So kam Eliyahu nach Schomron, nach Samaria und kam vor den König und sprach zu ihm relativ kurz und bündig: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das hatte durchaus einen Sinn für Humor und Ironie, denn Baal war der Regengott. Und wahrscheinlich hat sich Ahab erstmal nichts weiter gedacht: Naja, wirst schon sehen, unser Gott regnet die ganze Zeit. Aber als es dann plötzlich lange nicht mehr regnete, machte sich Ahab Sorgen. Eliyahu hatte sich längst versteckt am Bach Krit, wo Gott ihn einen Aufenthaltsort angewiesen hatte. Dort wurde er versorgt durch Raben, die ihm Brot und Fleisch brachten. Und für einen längeren Zeitraum konnte er dort versteckt bleiben, doch irgendwann trocknete der Fluss aus. Und er wusste, dass man im ganzen Land, von Dan bis Bethel, jeden Acker durchforstete, jeden Wald durchzog, jeden Hügel überstieg, um Eliyahu zu finden. Sie gingen durchaus systematisch vor, die Anhänger der Baalsreligion. Isabel selbst hatte angeordnet, alle Propheten Gottes auszurotten. Zum Glück gab es einen obersten Beamten im Hofstaat von Ahab. Sein Name war Obadjahu. Und obwohl er umgeben war von Menschen, die Propheten ausrotten wollten, schaffte er es tatsächlich, 100 Propheten Gottes in zwei Höhlen nicht nur zu verstecken, sondern dauerhaft am Leben zu erhalten, mitten in einer Dürrezeit. Die Frage für Eliyahu war: Wohin soll ich gehen?
Im ganzen Land sucht man mich. Und Gott sagt ihm etwas, das ihm selbst zunächst einmal fast die Spucke wegblieb. Er sagte, geh doch nach Phönizien. Nach Phönizien? Aus Phönizien kommt die Isabel. Ja, genau dahin sollst du gehen. Und zwar nach Zapat, eine Stadt nicht allzu weit von Sidon. Aber Gott, das ist ja fast so, als ob man eine Schlange am Schwanz fest. Ja, genau. Genau in das Herzland deiner Feinde, dorthin sollst du gehen, du sollst dich in ihrem Heimatland verstecken. Sie werden dich in ganz Israel suchen, kein Mensch wird auf die Idee kommen, dass du in Phönizien bist. Und so kam er nach Zapat zu einer Witwe. Es hätte genügend Witwen auch in Israel gegeben. Aber er kam nach Zapat zu einer phönizischen, das heißt zu einer kanaanitischen Witwe. Und die hatte aufgrund der Dürre gerade vorgehabt zu sterben. Nicht, weil sie nicht mehr leben wollte, aber weil Mehl und Öl so gut wie alle waren. Und er bat sie, einen Kuchen zu machen für sich. Und es war ein echter Glaubensakt, dass sie das tat. Und als Belohnung sind Öl und Mehl nie ausgegangen. Als dann ihr Sohn starb, war sie schon tief betrübt. Aber Eliahu betete für dieses Kind. Und es geschah etwas, was nach allen Aufzeichnungen, die wir haben, erst einmal vorher geschehen war. Als nämlich Michael vom Himmel kam und Mose, den Führer des Volkes, aus dem Grab geführt hatte. Nach Mose war ein kanaanitischer, phönizischer Jüngling, der zweite Mann, der zweite Mensch, der von den Toten auferstand. Und da sprach die Frau, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Aber die Dürre war heftig. 3 Jahre wütete sie und bald starb alles Vieh. Der König selbst, Ahab, durchzog mit Obadjahu das Land, um irgendwo Gras zu finden, damit das Vieh überleben könnte. Und Gott sprach zu Eliahu, geh hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und so ging er zurück nach Israel und er traf Obadjahu. Und er wollte erst gar nicht ihn dem Ahab bringen. Aber schlussendlich kam es zum Treffen. Und Ahab, als er den Eliahu sah, sagte, bist du da, der Israel ins Unglück bringt und Millionen von Malakim im Himmel sagten, wie bitte? Wer bringt hier wen ins Unglück? Immer wieder dasselbe Spiel. Immer wieder die Rebellen, die den Treuen vorwerfen, schuld zu sein. Ahab war keine Ausnahme. Und Eliahu antwortete kühl und sachlich, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Ihr wolltet unbedingt Baal haben und ihr wolltet so den den Dienst Gottes ausrotten und hat Gott genau das getan. Er ist gegangen und hat den Regen, den er bisher gesandt hatte, jetzt der Verantwortung Baals übergeben. Jetzt seht ihr, was Baal kann. Und sie einigten sich, dass eine Entscheidung stattfinden sollte. Das Volk sollte jetzt entscheiden dürfen, wer der wahre Gott ist, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs oder der Gott der Phönizier und der Kanaaniter. Und diese Entscheidung sollte stattfinden auf einem Berg, auf dem Berg Karmel, dort, wo vielleicht noch die Reste des Denkmals von Saul standen, der dort seinen großen Sieg über die Amalekiter gefeiert hatte und dort von seinem Königtum offiziell enthoben worden war. Dort sollte der Test stattfinden. Und ganz Israel, viele von ihnen, vielleicht Millionen, standen an den Abhängen. Und 850 Propheten des Baal und der Aschera waren eingeladen, ihren Gott zu vertreten. Und Elia erklärte am Anfang die Spielregeln und sagte, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Das war eine äußerst
freundliche Umschreibung der Situation für ein Volk, das fast nur noch Baal anbetete und die Propheten des Herrn ausrottete. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und seine Worte rollten über die grünen Hügel des Karmel. Und er schaute sich um, ob irgendjemand antworten würde, aber er schaute in versteinerte, wortlose Gesichter. Niemand wusste, was er sagen sollte. Unentschieden waren sie irgendwie, wie gelähmt. Und Elia erklärte, dass beide Parteien einen Ochsen opfern sollte und dass der Gott, der mit Feuer antworten würde, der wahre Gott sei. Manch einer mag sich erinnert haben an die Geschichten der Alten, wie damals in der Wüste, als das Heiligtum aufgebaut war, Gott mit Feuer geantwortet hatte. Und so begann der Wettstreit und die Baalspriester und die Priester der Aschera begannen zu singen, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Und sie bewegten sich und sie fingen an, ihre Musik zu machen, sie fingen an zu tanzen, sie fingen an, sich in Ekstase zu bringen. Und die Menschen schauten angespannt auf den Himmel. Viele von ihnen gingen schon in Deckung, falls das Feuer gleich kommen sollte. Aber man konnte nicht so lange in Deckung bleiben. Irgendwann standen sie wieder ganz gerade. Es dauerte länger als gedacht. Da fiel überhaupt gar kein Feuer. Und je länger sie das sahen, desto irrsinniger kam das vor, dass dort 850 Männer sich verrenkten und Bewegung machten und irgendwann sogar anfingen, sich selbst zu ritzen. So als ob das Feuer bringen würde. Eliahu beobachtete das aus der Nähe und ab und zu konnte er sich einen kleinen Spaß nicht verkneifen und feuerte sie noch ein wenig an, weil vielleicht ist der Baal gerade auf Reisen. Vielleicht ist er gerade nach Phönizien gereist und er braucht noch ein bisschen. Vielleicht schläft er auch. Lauter. Ja. Gleich habt ihr ihn. Richtig ging. Ja. Ab und zu musste er näher hinzutreten und immer wieder den Schiedsrichter spielen, weil manche von den Priestern mit ihrem ganzen Geritze sehr nah an den Altar kamen und versuchten, heimlich Feuer zu legen. Aber auch das konnte er unterbinden. Und als die Priester irgendwann so erschöpft waren und das Blut überall tropfte, da traten sie zurück und Elia trat in die Mitte. Und er nahm sich 12 Steine, nicht 10 für das Nordreich Israel, er nahm sich 12 Steine, obwohl Israel ein geteiltes Land war, Israel und Juda. Und er nahm 12 Steine und baute sie übereinander und viele verstanden die Symbolik, dass das Volk Gottes ein Volk ist und dass die Anbetung Gottes wiederhergestellt werden muss. Und dann tat er etwas Außergewöhnliches, er fragte nach Wasser. Und die Menschen sagten, bist du verrückt? Wir haben 3,5 Jahre Dürre hinter uns. Und wenn es noch ein bisschen Wasser gibt, dann heben wir das auf für den absoluten Notfall. Was willst du mit dem Wasser? Ist dir durstig? Nein, ich will es über das Opfer gießen. Du willst was? Du willst die letzten Reste Wasser, die wir haben, verschwenden, um ein Opfer zu tränken, obwohl du Feuer haben willst? Bist du des Wahnsinns? Gib mir das Wasser. Und alles Wasser, was ich finden konnte in dieser Dürre, wurde angebracht. Und immer wieder auf diesen Altar gebracht, bis das Opfer durchnässt war und das Holz durchnässt war. Und wenn Steine durchnässt sein könnten, wären sie auch durchnässt gewesen. Das Volk schüttelte mit dem Kopf. Ist der verrückt? Dann kniete er nieder. Kein Blut, kein Singsang, keine Verrenkung. Simpel und einfach betete er, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Lass dir heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehrung bringst. Bam, kam das Feuer. Und es versenkte und verzehrte das Opfer und das Holz und das Wasser und die Steine. Und die Menschen waren außer sich und sie brauchten einen Moment.
Und dann verstanden sie, was sie gerade gesehen hatten. Es war fast so, als ob sie noch einmal das erlebt hatten, was ihre Vorväter in der Wüste gesehen hätten. Und sie riefen aus, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Selbst Achab war ziemlich beeindruckt. Nur die Baalspriester und die Aschera-Priester, denen war das Singen vergangen. Sie wurden hinabgeführt, den Berg hinunter an den Bach. Und dort wurden sie exekutiert. Und das Volk verließ den Karmel und ging in die Dörfer und Städte und erzählte denen, die es nicht schaffen konnten, da zu diesem Ereignis, weil sie vielleicht zu müde oder vor allem zu hungrig waren oder zu durstig oder nicht mehr stark genug waren. Stellt euch vor, Feuer fiel vom Himmel. Und als Achab ging, fragt er, was das jetzt mit dem Regen auf sich hat. Wird es jetzt auch regnen? Und Eliahu sagte, mach dir keine Sorgen, der Gott, der Feuer vom Himmel bringen kann, der wird auch Wasser vom Himmel bringen können. Und jetzt stieg Eliahu noch einmal auf den Berg. Er war ganz alleine, nur sein Bursche. Zuvor standen dort Hunderttausende von Menschen und er stand im Zentrum. Jetzt war er ganz alleine. Und dort auf dem Berg Karmel, der im Westen, im Nordwesten Israels liegt, gegenüber des Mittelmeeres, dort kniete er nieder und betete. Und er sandte seinen Burschen, der sollte Ausschau halten über dem Mittelmeer, ob irgendwo eine Wolke kommt. Aber da war keine. Er betete noch einmal. Nur blauer Himmel. Noch einmal. Und noch einmal. Und irgendwie war er irritiert, dass die Sonne so heiß stach. Hatte er nicht gerade Feuer vom Himmel gebeten in einem Gebet? Und ist nicht Regen weitaus wahrscheinlicher als Feuer vom Himmel? 7-mal hat er gebetet, bis er ganz die Lektion verstand, dass er in allem, auch den scheinbar einfachen Dingen, völlig von Gott abhängig war. Und dann kam der Bursche zurück und sagte, du, über dem Meer, da ist aus dem Wasser, so sah es aus am Horizont, so eine ganz kleine Wolke aufgestiegen. Klein und weiß. Und sie kam und wurde größer und schwärzer. Und sie waren kaum den Karmel hinabgelaufen, da goss es wie aus Strömen. Gott hatte sein Volk gerettet. Und ganz Israel war jetzt bereit, diesen Gott anzunehmen. Da gab es nur eine, die war bitterböse. Isabel. Und sie ließ dem Eliahu ausrichten, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und derselbe Eliahu, der vor einer Million Israeliten für Gott einstand, wurde durch ein paar Buchstaben auf einem Brief zu Tode erschreckt. Und plötzlich rannte er um sein Leben bis ganz nach Süden, in den Süden des Südreiches, nach Beersheba, wo keine Isabel ihn jemals erreichen konnte. Und dort ließ er seinen Knaben zurück und als ob er noch nicht weit genug sei, ging er noch weiter in die Wüste, noch weiter in den Süden. Dort, wo keine Siedlungen mehr waren. Und er ließ sich nieder unter einem Ginsterbusch und wollte sterben. Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. War es einfach die Aufregung des Tages zuvor? Waren es die Nerven? Er hatte einen totalen Zusammenbruch und er glaubte, dass es das Beste wäre, obwohl er gerade den Triumph seines Lebens gehabt hatte, dass er sterben sollte. Und Gott hatte eine ganz pragmatische Lösung. Was soll man tun mit einem Propheten, der sich erschreckt hat und glaubt, sein Leben steht auf dem Spiel? Wie wäre es mit warmem Fladenbrot? Heiß gebacken auf einem Stein, serviert von einem Malak, der vom Himmel kam, um ihm das zu reichen. Dazu Wasser und viel guten Schlaf. Und als er gestärkt war, zog er weiter, nicht nach Norden, sondern weiter nach Süden, immer weiter nach Süden, bis er plötzlich an einen Ort kam, den Israeliten aus den Geschichtsbüchern kannten. Den Horeb, den Sinai. Und er kam dorthin und er erinnerte sich an die Geschichten, die er gelesen hatte von dem Volk, von Mose. Und dort in einer Höhle sich versteckend, hört er die Stimme Gottes, was willst du hier, Elia?
Und er fing wieder an. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir danach, mir das Leben zu nehmen. Dein Volk ist so ungerecht. Und Gott hörte sich das an. Und dann sagt er, komm mal aus deiner Höhle heraus. Ich will zu dir sprechen. Und es erhob sich ein gewaltiger Sturm. Der Sand, den die Wüste aufwirbelte, verklebte die Augen des Eliahu. Und er musste sich festhalten an den Felsen. Und manche der Felsen selbst zersprangen und zersplitterten durch den Wind. Und kaum hatte sich der Wind gelegt, kam ein Erdbeben. Und der Erdboden riss auf an vielen Stellen der Wüste. Und der Berg drohte zu kollabieren. Und kaum hatte sich das Beben gelegt, da plötzlich kam ein Feuer und brannte den ganzen Sinai herum. Und Eliahu fürchtete um sein Leben. Doch in all dem hatte er die Stimme Gottes nicht gehört. Weder im Wind, noch im Erdbeben und erst recht nicht im Feuer. Und als das Feuer sich gelegt hatte, da wurde es still. So still wie damals im Jahre 2513, als nach Erdbeben und Feuer und Sturm es still geworden war und 2 Millionen Israeliten an diesem Ort die Stimme Gottes gehört hatten, das Gesetz Gottes. Es war eine leise, sanfte Stimme. Und die sprach: Was willst du hier, Elia? Und er hat es immer noch nicht begriffen. Und wieder fing er an und sagte: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie tracht danach, mir das Leben zu nehmen, so als ob Gott das noch gar nicht gehört hätte. Aber Gott hatte gute Nachricht für ihn. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen. Nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Elia, du musst wissen, es gibt Dinge, die du nicht weißt. Und ich habe alles unter Kontrolle. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Und er bekam einen Auftrag, einen neuen Propheten an seiner Stelle zu salben und auch einen neuen König für den Norden und sogar einen König für die verhassten Aramäer. Und so kehrte er zurück und er traf auf einem Acker einen jungen Mann und er salbte ihn dort zum Propheten. Sein Name war Elisha, mein Gott ist heil. In jenen Tagen kamen die Aramäer wieder und bedrohten das Nordreich Israel. Und sie umlagerten Schomron, die Stadt Ahabs. Und der bot Friedensverhandlungen an. Der bot, auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Forderungen einzugehen. Aber Ben-Hadad hatte die Vernichtung Israels im Sinn. Und Ahab erkannte, dass er mit ihm keinen Vertrag machen konnte. Und als der König Arams im Zelt trank und mit seinen Generälen sich gerade besoff, und scherzte und lachte, da machte Ahab mit einer Eliteeinheit seiner Armee einen Ausfall und vertrieb die Aramäer. Und Ben-Hadad musste besoffen auf seinem Pferd um sein Leben reiten. Zurückgekehrt in Aram überlegten die Aramäer, was schiefgegangen war, obwohl sie die bessere Armee hatten. Und sie kamen zu einer überzeugenden Erklärung. Ihr Gott, der Gott Jahwe, ist ein Gott der Berge. Deshalb haben sie uns überwunden, aber lasst uns mit ihnen auf der Ebene kämpfen, gewiss werden wir sie überwinden. Unsere Götter sind besser im Flachen, der Jahwe ist wahrscheinlich ein Experte fürs Gebirge. Gesagt, getan. So versammeln sie sich im nächsten Jahr erneut und diesmal suchten sie ein Schlachtfeld auf, das keine Erhebung mehr als 90 Meter hatte. Denn Jahwe war ja ein Gott der Berge. Das Schlachtfeld, das sie sich aussuchten, weckte unheilvolle Erinnerungen. Es war das Feld Afek,
dort, wo Jahrzehnte zuvor die Bundeslade verloren gegangen war. Dasselbe Schlachtfeld, wo Saul und sein Sohn Jonathan gestorben waren. Zwei der größten Niederlagen jemals, die Israel erlitten hat, waren auf diesem Schlachtfeld erlitten worden. Aber Gott sprach durch einen Propheten zu dem götzendienerischen Ahab, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Talebenen, so habe ich diese ganze große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und diesmal war Israel Sieger in Afek. In jenen Tagen bemerkte Ahab, dass in ganz in seiner Nähe seines Palastes so ein wunderschöner Weinberg war. Und wenn er vorbeispazierte, nahm er sich ab und zu eine Weintraube und die schmeckten ganz besonders süß und es weckte in ihm das Bedürfnis, diesen Weinberg zu besitzen. Er erkundigte sich nach dem Besitzer, der hieß Nabot, und sagte freundlich, du bist zwar der König des Landes, aber ich werde ihn dir nicht verkaufen, weil es ist Familienerbe. Und Ahab war betrübt. Er war nicht mal traurig, er war beleidigt. Er saß zu Hause auf seinem Bett, war mürrisch. Und seine Frau Isabel fragte, was hast du denn? Ich würde gern diesen Weinberg haben, aber er erlaubt es mir nicht, er gibt es mir nicht. Das ist gemein. Die schmecken so gut. Isabel war die Herrin im Haus. Sie sagte, du bist der König. Du darfst alles. Aber schmoll ruhig weiter, ich werde dir helfen. Und so schrieb sie Briefe, fälschte seine Unterschrift und sorgte dafür, dass selbiger Nabot unter Verwendung falscher Zeugen zum Tode verurteilt wurde und ihr Mann seinen geliebten Weinberg bekam. Und Gott sandte Eliahu zu Ahab. Als der ihn sah, fragte er, bist du da mein Feind? Und Eliahu sagte zu ihm, siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen und ich will vom Ahab ausrotten, was männlich ist und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats und wie das Haus Baisas, des Sohnes Achias, um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast. Es war die dritte Dynastie. Die Dynastie von Jerobeam war verloren gegangen, die Dynastie von Baisa war verloren gegangen und jetzt das Haus Omri, das Haus von Omri und Ahab, würde es auch verloren gehen? Das waren die Worte von Eliahu und er kündigte sogar an, die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jezreel. Und als das der Ahab hörte, da schmollte er nicht, er war wirklich traurig. Und er ging ganz andächtig und mit geknicktem Haupt zu Hause hin und her. Und seine Frau fragte ihn wahrscheinlich, was hast du denn jetzt wieder? Hast du wieder einen Weinberg gesehen, der dir nicht gehört? Und er sagte so etwas wie, nein. Ich glaube, ich habe gegen den Gott Israels gesündigt. Und da konnte selbst Isabel nichts machen. Dafür fiel er nichts ein. Dafür hatte sie kein Verständnis. In jenen Tagen erstarkte Assyrien immer mehr. Und je weiter sie gen Westen zu diesen aramäischen Fürstentümern zogen, desto mehr stellten sie ihre unfassbare Grausamkeit unter Beweis. Damals waren Grausamkeiten an der Tagesordnung, doch die Assyrer toppten alles, was jemals aufgezeichnet und gesehen worden war. Sie häuteten ihre Gefangenen und taten alle möglichen Qualen, sodass alle heidnischen Völker schon bei dem Namen Assyrer erzitterten. Und als sie immer weiter nach Westen ausgriffen, um die aramäischen Fürstentümer nach und nach zu gewinnen, da vereinigten die sich zu einer Schlacht, einer Abwehrschlacht bei Karka. Es war Salmanu Asharet der Dritte, Salmanasser der Dritte, der König von Assyrien, der seine Armee gegen diese Koalition führte. Und auf einer Stele schrieb er über den Sieg. Und obwohl die Propheten nichts davon berichten, wissen wir aus seiner Stele, dass unter der aramäischen Koalition auch ein Ahabu Sirilaa gewesen war. Der Ahab von Israel, der Soldaten und Streitwagen gestellt hatte. Aber dieses Bündnis zwischen Nordreich Israel und Aram hielt nicht lange. Schon bald kamen die Aramäer wieder und wollten das Ostjordanland in Gilead besetzen. Und Israel, Ahab,
verbündete sich mit Juda. Jehoschaphat, der immer für Frieden war, nahm sich vor, Achab zu unterstützen. Und gemeinsam zogen sie in den Krieg. Aber Jehoschaphat, der Gott auch gefallen wollte, fragte, ob man nicht wenigstens einen Propheten vorher informieren könnte und um Ratschlag bitten könnte. Und so ließ Achab all seine Propheten kommen, die alle weit sagten, der Herr ist mit dir, Achab, der Herr ist mit dir, Achab, der Herr ist mit dir, zieh in den Krieg, der Herr wird dir Sieg schenken. Das kam dem Jehoschaphat ein bisschen seltsam vor. Er wusste ja schon, was für ein Mann der Achab war. Und er fragte, gibt es auch irgendjemand, der die Wahrheit sagt? Gibt es jemanden, der wirklich Verbindung zu Gott hat? Und Achab meinte, zähneknirschend, ja, aber ich mag ihn nicht. Er sagt immer Dinge, die gegen mich sind. Sein Name war Micha Jehu. Wer ist wie er? Und den ließ man rufen und er kündigte den Tod von Achab auf dem Schlachtfeld an. Das war natürlich nicht willkommen. Man steckte ihn gleich wieder ins Gefängnis. Aber Jehoschaphat, der gute König Judas, ging trotzdem an der Seite Achabs in den Krieg. Aber Achab, der hatte zu viel Erfahrung mit Botschaften von Propheten. Der wusste aus Erfahrung, die treffen meistens ein. So kam auf eine geniale Idee. Er, als der eigentlich Kriegführende, würde sich verkleiden als einfacher Soldat und Jehoschaphat, der ihm zu Hilfe eilte, sollte als der König sich dort präsentieren. So kam es zur Schlacht. Und so wie Achab gehofft hatte, dachten die Aramäer zuerst, dass Jehoschaphat der König des Nordreiches war. Und sie umzingelten ihn und wollten ihn schon erschießen. Da rief der Jehoschaphat, ich bin nicht Achab, ich bin nicht Achab, ich bin nicht Achab. Nein, 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 lass mich am Leben. Er überlebte, aber Achab überlebte nicht. Irgendein Aramäer hat aus irgendeinem Grund irgend auf wen gezielt. Irgend so einen anonymen Soldaten getroffen, hinter dessen Rüstung sich der König Israels verbarg. Und in jenem Jahr 853 starb Achab. Und er wurde begraben in Schomron. Und als sein Wagen dort in der Nähe stand, wo die Huren lebten, da floss noch das Blut heraus. Und die Hunde, die dort immer bei den Hurenwohnungen streunten, die leckten sein Blut. Sein Sohn Achasjahu, auch mit einem schönen Namen, Jahwe Held, wurde König. Und in jenen Jahren sah Moab die Chance abzufallen von Israel. Ihr König war Mesha. Und er schrieb eine große Stele, auf der er Folgendes niederschrieb. Ich bin Mesha, Sohn des Chemosh, König von Moab, der Dibonite. Mein Vater war König über Moab 30 Jahre und ich herrschte nach meinem Vater. Omri war König über Israel und bedrängte Moab viele Tage, denn Chemosh zürnte seinem Land. Und es folgte ihm sein Sohn, das ist Achab. Und auch er sprach, ich will Moab bedrängen. In meinen Tagen sprach er so, aber ich triumphierte über ihn und über sein Haus. Und Israel ist sicher für immer zugrunde gegangen. Und die Leute von Gad wohnten im Land Ataroth von jeher und der König von Israel hat für sich Ataroth gebaut. Ich griff die Stadt an und nahm sie ein. Ich tötete alles Volk der Stadt als Opfer für Chemosh und für Moab. Und Chemosh sprach zu mir, geh, nimm Nebo im Kampf gegen Israel. Und ich zog bei Nacht los und kämpfte gegen es von Anbruch der Morgenröte bis Mittag. Und ich nahm es ein und tötete alle, denn ich hatte es dem Chemosh geweiht. Und ich nahm von dort die Kultgeräte des Jahwe und schleppte sie vor Chemosh. Und der König von Israel hatte Jahaz gebaut und lagerte darin während seines Feldzuges gegen mich. Da vertrieb ihn Chemosh vor mir. Moab rebelliert gegen Israel. In jenen Tagen hatte Jehoschaphat eine interessante Idee. Er wollte das Projekt, das Flottenprojekt von Salomo, wieder aufgreifen. Und er fragte Achasjahu, ob der auch Interesse hätte. Gemeinsam bauten sie eine Flotte im Roten Meer, das wieder segeln sollte und Affen und Pfauen und Gold bringen sollte. Doch bevor das erste Schiff dessen Hafen verlassen konnte, zerschellten die Schiffe und das Projekt starb einen frühen Tod. In jenen Tagen fiel der Sohn Achabs, der König geworden war, durch ein Gitter seines Hauses. Und verletzte sich schwer. Und er lag auf seinem Bett und wollte wissen, ob er noch überleben würde. Und ihm fiel niemand ein, den er fragen könnte, außer den Gott Baal in Ekron bei den Philistern. Und als seine Boten dort zu Baal gingen, da kam ihnen Eliahu entgegen, der Prophet Gottes. Und er fragte, gibt es keinen Gott in Israel, dass ihr Baal Zebub befragt? Und Achasjahu bestellte den Elia zu sich. Aber zwei Delegationen gingen im Feuer auf, dass Eliahu vom Himmel herab
sandte oder herabbetete. Und er ist die dritte Delegation, die sich demütig ihn als Propheten anerkennend, erkenntlich zeigte, führte ihn nach Schamron. Dem Achasjau hat es nichts genützt, er starb 852 und sein Sohn Jehoram wurde König. Er hatte einen schönen Namen, Jahwe ist erhöht, aber auch er führte genau denselben Kurs weiter. Er wollte etwas unternehmen gegen diese rebellischen Moabiter, die auf ihren Stelen sogar sich rühmten, dass Israel für immer zugrunde gegangen ist. Und wieder kam es zu einer Allianz mit Juda. Und selbst die Edomiter machten mit. Und sie zogen auf dem Südweg und sie wollten von Süden kommend Moab angreifen und in der Wüste hatten sie irgendwann den Weg verloren. Und waren schon verzweifelt, als ihnen ein Prophet des Herrn entgegenkam. Es war Elisha. Und der gab ihnen einen klugen Tipp. Baut Gruben und Gott wird euch Wasser senden, das ihr so dringend braucht. Das taten sie. Und als am nächsten Morgen moabitische Spähtrupps gegen die aufgehende Sonne schauten, da sahen sie in diesen Gruben eine Flüssigkeit. Aber die aufgehende Sonne hatte sie rot gefärbt und es sah so aus, als ob das ganze Land, wo das Zeltlager der Allianz dort war, dieser Armee, alles in Blut getaucht war. Und so glaubten sie, dass die Israeliten und die Judäer und die Edomiter sich selbst gegenseitig umgebracht hatten und völlig unkoordiniert rannten die Moabiter auf das Zeltlager zu und trafen auf eine wohlorganisierte, vorbereitete Armee, die ihnen den Chaos machte. Ganz Moab wurde wieder zurückerobert und das fand sich nun auf keiner Stele des Königs von Mesha. Und als sie alle Städte erobert hatten, nur noch eine, Kir Hareset, eine befestigte Stadt, da war es dem Mesha, der vorher so stolz getönt hatte und seine Stele formuliert hatte, da war es ihm Angst und Bange. Und er ging von einer Stadtmauer zur nächsten und suchte, wo könnte er am besten durchbrechen. Da waren die Israeliten und da waren die Judäer und da waren die Edomiter. Die Edomiter sind die Schwächsten. Und er nahm sich 700 Elitesoldaten und versuchte, genau an dieser Stelle durchzubrechen, aber es gelang ihm nicht. Und dann sah er nur noch eine Möglichkeit. Er rief seinen erstgeborenen Sohn, der sich schon auf die Thronnachfolge vorbereitete. Und er sagte, komm zu mir, Sohn. Jetzt ist eine äußerst schlimme Situation. Jetzt müssen wir einem äußerst extremen Mittel greifen. Und er rief ihn auf die Stadtmauer und vor den Augen Israels, Judas und Edoms und den Augen seiner eigenen Bewohner opferte er seinen erstgeborenen Sohn, dem Gott Chemosh. Und als die Israeliten das sahen, waren sie so angewidert, dass sie die Stadt verließen. In jenen Tagen hatten die Aramäer einen General. Sein Name war Naaman, Freundlichkeit. Aber niemand wollte viel mit ihm zu tun haben oder ihm nahe kommen, denn er war aussätzig. Und als General hatte er immer die Aufgabe, kleine Angriffe mit Streiftrupps in das Gebiet des Nordens zu tun. Und das tat er auch. Immer wieder raubten sie Geld, sie raubten Vieh und manchmal raubten sie auch kleine Kinder. Als Sklaven und Diener konnte man die gut gebrauchen. Eines Tages brachte er so ein kleines Mädchen mit, aus irgendeinem Dorf mitgeschleppt, beim Vorbeireiten einfach gegriffen. Mutter und Vater werden sich die Seele ausgeheult haben. Das Kind vielleicht auch. Da war es jetzt, in Diensten eines aramäischen Generals mit Aussatz. Aber statt bitter zu sein, hatte sie eine gute Idee. Ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Der General hat es nicht gleich verstanden, der Naaman. Er hatte nur Samaria gehört, Schomron, und das war die Hauptstadt. Und so mit Erlaubnis des aramäischen Königs ging er als feindlicher General mit einer Delegation und mit Geschenken nach Schamron und wurde vorstellig und sagte, ich habe gehört, dass man hier von Aussatz befreit werden kann. Könntest du das tun, lieber König? Der war völlig außer sich und sagte, bist du des Wahnsinns? Bin ich Gott? Und den Brief, den er gesandt hatte, der wurde zerrissen. Aber es stellte sich heraus, dass es doch einen Propheten gab, Elisha. Und zu dem kam er. Würde Gott einen General der Feinde heilen?
Er kam zum Haus des Elisha und der kam nicht mal heraus. Fremdenhass? Aber er ließ ihm sagen, dass es einen Fluss in Israel gibt, den Jordan, und dort soll er sich 7-mal untertauchen, dann ist er gesund. Naaman hat etwas anderes gedacht. Er hatte gedacht, dass so wie er das kannte von seinen Göttern, dass er hineingebeten wird, dass es eine Prozession gibt, dass da Beschwörungsrituale, ein bisschen Weihrauch, ein bisschen Paste hier, ein bisschen das. So was hat er sich gedacht. Waschen, das kann er auch in Syrien ganz gut. Wütend zog er zurück. Aber seine mitgereisten Soldaten überzeugten ihn, dass man es ja wenigstens mal probieren könnte, wenn man schon so viele Kilometer geritten war in feindes Land. Und so kamen sie zum Jordan. Und er stieg in dieses, einigermaßen saubere Gewässer. Er hoffte, dass keine Israeliten vorbeikommen, vor allem keine Soldaten, die sehen, wie ein General der Feinde sich halbnackt in ihrem Fluss badet und untertaucht. Er tauchte unter. Er tauchte nochmal unter. 6-mal war er untergetaucht und nichts, aber auch gar nichts war geschehen. Aber als er das 7. Mal untertauchte, da sahen seine Soldaten mit jedem Zentimeter, den er weiter aus dem Wasser stieg, dass die ganze Haut anders war. Er war geheilt. Gott hatte einen Feind geheilt. Und er war so begeistert, dass er all die Geschenke und Gaben dem Elisa geben wollte. Aber der wiegelte ab. Sehr zur Unfreude von dessen Diener, Gehasi, der schon gewusst hätte, was er mit Gold und Silber anstellen konnte. Der rannte dem Naaman hinterher und meinte, dass der Prophet es sich anders überlegt hatte. Das Ende des Liedes war, dass der Aussatz, der im Jordan vermeintlich geblieben war, plötzlich an den Händen von Gehasi haftete. Gott hatte einen Aramäer geheilt und einen Israeliten gestraft. Und wie es weitergeht, das sehen wir nach der Pause.